Hallo liebe MOBA-Freunde, hier bin ich wieder, euer Hans. Wir treffen uns heute zu einem neuen Teil, nämlich zum Felsenbauen. Ich möchte euch hier zeigen, wie ich meine Felsen baue und ich baue sie auf denkbar einfachste Art und Weise. Ich habe hier das ist nur eine kleine Auswahl von meinen Felsenformen von der Firma Woodland. Diese gieße ich ganz einfach mit Gips ab. Wie man sieht, habe ich hier sehr, sehr viele Felsenformen und die verwende ich dann einfach und modelliere sie in die Landschaft. Und wie ich das machen möchte, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir jetzt einen Gips angemacht. Meine Felsenstücke sind nummeriert, damit ich weiß, wo sie circa hinkommen. Und jetzt werde ich sie ganz einfach einbauen. Wichtig ist, ein bisschen feucht machen für den Gips. Sage ich hier ein bisschen Gips auf. So, und dann einfach eindrücken. Schauen, dass alles gut passt. So. So, die ersten Felsen sitzen. Jetzt müssen wir uns eine zweite Ladung Gips anmachen. Kurze Pause. So, wir lassen jetzt die Masse ein bisschen anziehen und werden dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten weiterarbeiten. So, wie ihr seht, klappt auch bei mir nicht alles beim ersten Mal. Ich habe mir die Felsstruktur von vorne angesehen und habe gemerkt, hier
passt es überhaupt nicht, gefällt mir nicht, zu flach, drum habe ich die Felsen wieder weggegeben. Es funktioniert halt nicht immer alles beim ersten Mal. So, jetzt werden wir beim Gips die Zwischenräume bearbeiten. Der hervorgequillene Gips ist jetzt ein bisschen ausgehärtet. Jetzt können wir ihn schön einfach wegbrechen mit einer Spachtel. Das geht in einem gewissen Aushärtungsmaß noch ganz gut. Das reicht erstmal, jetzt machen wir ein wenig sauber und dann machen wir den nächsten Arbeitsschritt. Wir beginnen nun mit dem nächsten Arbeitsschritt zum Modellieren der Felsen und zugleich mit dem letzten Arbeitsschritt. Und zwar verwende ich hier für die Ritzen und zum weiteren Ausgestalten von der Firma Noch die schöne Masse Felsspachtelmasse Granit. Und wir werden uns jetzt hier einen Becher voll anmachen und dann machen wir den nächsten Arbeitsschritt. Wir haben uns jetzt Spachtelmasse angemacht und jetzt werden wir diese zwischen den Felsritzen ein bisschen mit dem Pinsel auftragen. Wundert euch nicht über die dunkle Masse. Nach dem Einfärben ist nichts mehr zu sehen. Wichtig ist, den Pinsel hin und wieder mit Wasser reinigen.
Jetzt habt ihr gesehen, wie ich meine Felsen modelliere bzw. in die Anlage integriere und einmodelliere. Wir warten jetzt, bis das Ganze getrocknet ist. In der Zwischenzeit stelle ich restliche Anlagenteile fertig. Und wenn das Ganze dann schön durchgetrocknet ist, sehen wir uns wieder für das Bemalen der Felsen. Die Felsen und die Masse ist jetzt getrocknet und jetzt beginnen wir mit der ersten Farbschicht. Die erste Farbschicht ist bei mir ein helles Granitgrau. Das tragen wir jetzt auf die Felsen auf. Nachdem die Farbe jetzt getrocknet ist, werden wir mit einer dünnen Lasur noch einmal über die Felsen drüber gehen. Ich habe mir hierfür eine dunklere Farbe genommen, diese mit sehr viel Wasser verdünnt und diese werden wir jetzt auf den Felsen auftragen. Für den nächsten finalen Arbeitsschritt, das sogenannte Granieren und leichtes Begrünen der Felsen, müssen wir diese Farbe leicht antrocknen lassen. Das machen wir jetzt und sobald dies passiert ist, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Die dunkle, sehr wässrige Farbe ist jetzt getrocknet und jetzt werden wir unsere Felsen mit einer weißen Farbe granieren. Wichtig ist, den Pinsel gut abzustreifen, so dass nur mehr ganz wenig Farbe im Pinsel drinnen ist. Und dann streichen wir von oben sachte über die Felsen drüber. Ich hoffe, man merkt den Unterschied gegen vorher. Je nach Intensität, wie man die Farbe auftragt, kann man jetzt den Felsen dunkel lassen oder mit der Farbe leicht noch aufhellen.
Das war das Granieren. Und als nächsten Arbeitsschritt werden wir leichte Grasfasern einbringen, damit der Felsen auch in den Ritzen, wo Gras wachsen kann, ein bisschen nach Wiese ausschaut. Im nächsten Arbeitsschritt werden wir Leim auftragen fürs Begrasen. Zumindest dort, wo Gras hinkommen soll. Dann bekommt das Ganze schon ein bisschen ein anderes Bild. Zum Begrünen hängen wir unseren Gegenpol an. Ich verwende hier einen elektrostatischen Begraser von der Firma RTS Greenkeeper mit 35 kV. Fangen wir an. Ich habe die gewünschte Dichte erreicht. Jetzt lassen wir das Ganze so 10 Minuten antrocknen und dann können wir schön langsam die ersten Fasern absaugen. Der Kleber hat jetzt so weit angezogen, dass wir das überschüssige Gras leicht absaugen können. Die Felsrand ist jetzt soweit fertiggestellt. Auf diese Art und Weise entstehen auf dieser Modellbahn die ganzen Felsen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, wir sehen uns auch bei den nächsten Teilen, wo es dann um andere Bauabschnitte geht.